Hallo, hast du schon das Video von Landwirt.com mit den Praxistests über das ZipDisc 300S Alp gesehen und fragst dich, wie sich der Kauf mit unterschiedlichen Arbeitsbreiten rechnet? Am Ende des Videos siehst du, wo du den Landtechnik-Check für Mähwerke kostenlos herunterladen kannst. Und darin kannst du dann auch die Produkte anderer Hersteller eintragen. Mein Name ist Rainer Möller. Ich unterstütze über 10.000 Landwirte und namhafte Agrarunternehmen mit einfachen Wirtschaftlichkeitsrechnern. Wenn dir das gefällt, gib dem Video einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Klick am besten auf die Glocke neben dem Abonnieren-Feld, damit du kein Video mehr verpasst. Jeden Mittwoch veröffentliche ich in Zusammenarbeit mit Landwirt.com einen neuen Landtechnik-Check für dich. Und jetzt siehst du, wie einfach er funktioniert. Wir starten mit dem Trecker. Der Leistungsbedarf geht von ca. 50 bis 70 PS. Trage einfach Anschaffungspreis, Nutzungsdauer und Restwert ein und du siehst die Fixkosten pro Jahr. Ganz wichtig ist die Auslastung. Zusätzlich kannst du die variablen Kosten für Reparaturen, deinen Lohnansatz oder den aktuellen Dieselpreis anpassen. Fertig. Jetzt kommen wir zum Heckmähwerk mit einer Arbeitsbreite von 2,16 m, 2,60 m und 3 m. Der unverbindliche Listenpreis für das ZipDisc 300S Alp beträgt 8.450 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Bei den Preisen gehen wir jetzt von 20% Händlerrabatt aus. Deinen tatsächlichen Anschaffungspreis kannst du genauso wie die anderen Werte, zum Beispiel den Restwert oder die Auslastung, einfach individuell anpassen. In unserem Beispiel gehen wir von 150 bis 209 Hektar pro Jahr aus. Bei den variablen Kosten kannst du die Höhe der Reparaturen pro Jahr anpassen. Wir orientieren uns mit 1,70 Euro pro Hektar an den Werten des KTBL. Jetzt wähle den passenden Trecker aus und passe eventuell den Dieselverbrauch an. Dieser kann in der Praxis stark schwanken. Ich gehe von 8 bis 10 Liter pro Stunde aus. Schreib mal bitte in die Kommentare, ob das so passt. Du kannst die Werte später anpassen. Die Leistung pro Stunde kannst du berechnen. Zusätzlich zur Arbeitsbreite, die wir bereits kennen, trägst du die Überlappung, die durchschnittliche Geschwindigkeit und Dauer je Wendevorgang ein. Zusätzlich kannst du die Flächengröße und die durchschnittliche Entfernung für die Anfahrt korrigieren. So, die berechnete Flächenleistung ist automatisch mit der Tabelle verknüpft. Jetzt erkennst du im Diagramm die Kosten je Stunde inklusive Trecker mit Fahrer und Diesel und die Kosten je Hektar. In unserem Beispiel sinken die Kosten mit steigender Flächenleistung und Auslastung. Jetzt stellt sich noch die Frage, ob du selber ein Mähwerk kaufst oder die Arbeit durch einen zuverlässigen Lohnunternehmer oder Maschinenring machen lässt. Und dazu berechnen wir, ab wann sich der Kauf eines eigenen Mähwerks rechnet. Dazu trägst du die Kosten, zum Beispiel 24 Euro pro Hektar, für den Lohnunternehmer ein. In unserem Beispiel rechnet sich der Kauf ab 128, 103 bzw. 94 Hektar pro Jahr. Die Kosten pro Hektar sind das eine, die Schlagkraft, dein Wunsch nach Flexibilität, die verfügbare Arbeitszeit und die Zuverlässigkeit vom Lohnunternehmer sind bei der Entscheidung, ob du selber ein Mähwerk kaufst, natürlich ebenfalls wichtig. Wenn du jetzt nachrechnen willst, klicke oben rechts und du kannst den Mähwerk-Check sofort gratis herunterladen. Unten rechts siehst du alle Videos zur Berechnung der Maschinenkosten und unten links erfährst du, wie jeder Milcherzeuger seinen Gewinn um mehrere tausend Euro pro Jahr steigert. Bis dann, dein Rainer Möller.